Hallo, wir sind hier beim Gredinger Trachtenmarkt, der hier in einem kleinen Altmühlstädtchen schon zum 24. Mal stattfindet. 1994 ging es los als Pilotprojekt und man kann sagen, der Gredinger Trachtenmarkt hat sozusagen eine Trachtenrenaissance eingeleitet. Denn der Grund für diesen Trachtenmarkt war damals, dass man keine Stoffe, Borden, Bänder für die fränkischen und auch bayerischen Trachten bekommen konnte. Denn damals war kurz nach dem Mauerfall die Versorgung mit Seidenstoffen zum Beispiel noch sehr schlecht, denn die Seidenstraße war durch den Kalten Krieg, durch den Mauerbau unterbrochen. Inzwischen hat der Gredinger Trachtenmarkt auch einige Nachfolger gefunden. Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege, der diesen Markt initiiert, wollte ein Pilotprojekt in die Welt setzen, das auch Regionalmärkte nach sich ziehen sollte. Und inzwischen gibt es einige dieser Regionalmärkte auch. Der erste kam 1996 in der Fränkischen Schweiz, dann ging es nach Unterfranken, nach Arnstein. Es gibt im Bayerischen, in Erding gab es dann einen Trachtenmarkt und sogar im Schwarzwald. Also überall hier gibt es diese Trachtenmärkte und man merkt es, heutzutage im Vergleich zu 1994 ist die Trachtenlandschaft deutlich bunter und vielfältiger geworden. Und wer sich hier so richtig reinstürzen möchte, findet in Greding ein echtes Trachtenmekka. Man kann zum Beispiel Weißstickerei lernen, man kann Perlenbeutelstickerei lernen. Die Haare werden entsprechend geflochten und ja, Schmuck gibt es natürlich, Bänder, Stoffe, wie man hier am Stand sieht. Dann auch Stickmuster, also man kann alles lernen. Es gibt auch immer eine Partnerregion, das ist heuer Thüringen. Und ich muss jetzt einmal ganz kurz spitzen, es gibt nämlich eine Tracht 2017, die Tracht des Jahres 2017, die kommt aus dem Fläming. Die wird aber erst später dann vorgestellt. Der Fläming ist übrigens in Brandenburg. Also wer Lust hat, vorbeikommen nach Greding oder sich nächstes Jahr bereits vormerken. Der Gredinger Trachtenmarkt findet immer am ersten Wochenende im September statt und ist für alle Trachtenfreunde ein absolutes Muss.